Aber zieh mal deinen Pulli runter. Ja, das ist so. Ja, genau. Sorry, ja. Nee, warte, das ist. Ja. Oh, perfekt. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wieso ist hier schon wieder ein neuer Hintergrund? Ich hasse Veränderungen! Der Pilot ist auf mich zugekommen und hat mir ein Stifteset geschickt. Es geht nämlich um die Kampagne Ausprobieren und Wegradieren. Viel Spaß an die Danke. Das kommt wie gelegen. Ich wollte eh mal wieder ein bisschen mehr zeichnen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da gibt es nämlich noch ein, zwei Sachen über diese Kampagne zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Halt, stopp. Mir ist aufgefallen, mein Outfit ist noch zu unartzig genug. Ich muss mir jetzt mein Kunstoutfit anziehen. Ja, sieht eher aus wie ein Schlafanzug, aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Okay, los. So, ich habe jetzt hier so ein Raster gezogen. Bei der Kampagne geht es um Ausprobieren und Wegradieren. Auch im Leben Momente, die man vielleicht mal wegradieren will. Aber auch gute Momente, die man einfach behalten will. Und gute Momente haben für mich immer mit Personen zu tun. Deswegen male ich jetzt ein Porträt von einer Person. Das war Phase 1, also der einfache Teil hat ja nur 2 Stunden gedauert. Oder 2,5. Keine Ahnung. Jetzt kommt die Farbe. Über die Kamera sieht es echt scheiße aus. Sieht richtig gut aus, Leute. Alle, alle, guck mal an, ich hab
Okay, ich sehe richtig gammelig aus. So, das war's. Wie gesagt, das Video wurde durch die Pilotstifte inspiriert. Jetzt könnt ihr noch bei der Kampagne Das Leben steckt voller Ausprobieren und Wegradieren Momente mitmachen. Und zwar geht ihr dafür auf frixon.de. Der Link ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr mitmachen. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr entweder 80 Stiftesets oder 20 Mal Jochen Schweizer Gutscheine im Wert von 500 Euro, also jeweils 500 Euro gewinnen. Dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr vielleicht öfter so Kunstvideos sehen wollt oder sowas. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.